Hallo meine lieben Freunde, euer Paralink ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Jack 2. Wir haben im letzten Part die Kampfmetallschädel im Havenwald vernichtet und wollen nun gucken, was wir jetzt noch zu tun haben. So, nein, das ist ein Auto, das möchte ich bitte nicht. Ich hätte gerne ein... Okay, dann haben wir jetzt eben halt einen Gardistenpanzer. Auch gut. So, wir haben jetzt das... Alter, was sie für einen Wendekreis haben. Nein, das tue ich mir nicht an. Nein. Raus da. So, schon besser. Okay. Gut, wir haben jetzt noch Vin. Wir haben den Totenkopf. Oder was auch immer das darstellen soll. Und wir haben das Siegel. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal hier lang, weil ich auf das Siegel noch keinen Bock habe. Und gucken, was näher ist. Aber ich glaube sogar, der Totenkopf ist näher. Doch, 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 doch. Der müsste näher sein, oder? Oder? Wo sind wir jetzt hier? Achso, hier sind wir da. Nee, fliegen wir weiter. Doch, der Totenkopf ist näher. Also gehen wir jetzt erst zum Totenkopf. Das sollte, denke ich mal, in Ordnung sein. So, wir müssen sogar hier runter. Denn es befindet sich nämlich hier unten irgendwo. Jetzt muss man nur noch irgendwie vor den Gardisten abhauen. Die stören jetzt gerade ein bisschen. Ey! Weg mit dir! Lass mich in Ruhe. So. Na, bleib nicht hängen, Jack. Hey, wie läuft's denn so, Süße? Verschwindet. Das ist Sache der Krümpfengarde. Einer von Vince Echo-Panzern kommt aus dem Ödland zurück. Aber die Übergabe war wohl nicht ganz astrein. Der Fahrer hatte Angst. Wir checken das mal. Nur zur Sicherheit. Können wir dir helfen? Ich schaff das schon. Boah, Akita hat den Metallschädel. Verdammt, wir sind allein. Wir müssen den Metallschädel ausschalten. Ja, wird erledigt. Weg mit euch. Aua. Er ist schon irgendwie dreist von denen. Die verstecken sich einfach in diesem scheiß Transporter, um die Stadt anzugreifen. So, weg mit dir. Also erstmal die Schädelsteine einsammeln, weil ich glaube, die verschwinden, wenn die Mission hier aufhört. Und ich denke mal, die sollte ja allein zurechtkommen. So, weg, 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 weg. Na, ich bin fast tot. Na. Was ist das? Alle erledigt. Die Metallschädel werden immer dreister. Als wollten sie unsere Abwehr auf die Probe stellen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Keine Ursache. Jo, haben wir gern gemacht. Okay, die Metallschädel verschwinden also nicht. Gut zu wissen. So, soviel zum Thema Tod. Oh, der Schraubenschlüssel ist verfügbar. Das heißt, wir können wieder zum Rennstall. Ich glaube sogar, komm, egal wie weit das weg ist, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Weil ich hätte das gerne so schnell wie möglich hinter mir. Weil diese Rennmissionen nicht unbedingt die angenehmsten sind. Deswegen möchte ich die gerne so schnell wie möglich abschließen, damit ich damit nichts mehr im Hut habe. Das heißt, ab sofort, immer wenn wir Schraubenschlüssel sehen, sofort zum Rennstall. Damit wir diese Mission so schnell wie möglich hinter uns haben. So, ich glaube da hinten, genau da ist jetzt der, ich sag jetzt mal, der neue Teil der Stadt, weil da alles irgendwie so modern aussieht. Hier kommen wir schneller zum Rennstall. Ah, Hilfe. Hätte der mich fast gerammt. So. Diesen Teil der Stadt finde ich sogar am schönsten. Was eventuell auch daran liegt, dass der Rest der Stadt echt scheiße aussieht. Gut, der Hafen ist vielleicht noch relativ in Ordnung, aber ansonsten sieht die Stadt echt scheiße aus. Irgendwie. Also nicht vom Design her, vom Design ist die Stadt irgendwie ziemlich cool. Aber so für die Leute, die hier wohnen, stelle ich mir die Stadt echt ziemlich trostlos und schlimm vor. Vor allem mit diesem Metallschädelkrieg und dann noch diese sehr, sehr strengen Gardisten. Das ist bestimmt nicht einfach, hier als normaler Bürger zu leben. Und dann auch diese Pfeife Praxis. Wir werden hier schon alles wieder gerade rücken. So, jetzt müssen wir aber erstmal ein Rennen gewinnen.
So, mal sehen, was die nette Dame diesmal so uns zu sagen hat. Wir haben Crews Ladung zerstört. Na super, ihr kriegt einen Orden. Und jetzt habe ich zu tun, also haut ab. Bist du immer so schwierig? Lass mich mal, Jack. Hör mal, Süße. Wir haben deine blöde Strecke geschafft und wir besiegen jeden hier in der Stadt. Die Stimme kenne ich doch. Und merk dir mal was, ja? Erstens, wir wollen überhaupt nicht in dein dämliches Rennteam. Und zweitens, ein Date mit dem orangen Blitz kannst du vergessen. Gehen wir, Jack. Dexter, du bist es. Kira! Oh, ich freue mich so, deine zottelige Visage wiederzusehen. Und Jack, du siehst so anders aus. Wir haben einiges durchgemacht. Der blöde Baron hat unseren Freund hier mit dunklem Echo vollgepumpt. Jetzt hat er sowas wie super Bewegungen drauf. Aber leider auch ein paar Probleme mit der Beherrschung. Ich habe ewig nach euch gesucht, Jungs. Und überlegt, wie wir wieder zurück nach Hause kommen. Dieser Riss hat uns irgendwie in die Zukunft versetzt. Ich habe die Zeitverschiebung berechnet und ich glaube, ich weiß es. Wir haben deinen Vater gefunden. Sozusagen. Er kämpft mit dem Untergrund gegen den Baron. Aber er, Was? Sieh dir besser selbst an. Und ich muss zum Baron. Du könntest doch versuchen, die Rennmeisterschaft zu gewinnen. Der Gewinner der Meisterschaft darf den Baron im Palast besuchen. Aber um dich zu qualifizieren, musst du die kleineren Rennen gewinnen. Da steht bald ein Rennen der dritten Klasse an. Du kannst für mein Team fahren. Aber wir sollten wirklich bald hier verschwinden, Jack. Mir gefällt dieser Ort nicht. Einige Leute hier sind mir unheimlich. Jack, mein Junge, ich brauche den Rubinschlüssel, den du gefunden hast, für einen besonderen Kunden. Tut mir leid, Crew. Hab ich ganz vergessen. Klar. An alle. Das Rennen der dritten Klasse beginnt in Kürze. Okay, da hat Crew uns einfach mal den Schlüssel abgezogen und was zur Hölle? Die Mechanikerin war Kira. Wir finden hier echt eine Person nach den anderen wieder. Okay, das war jetzt die letzte, die wir wiedergefunden haben. Aber trotzdem, wir haben uns jetzt alle wieder gefunden. Nur irgendwie, keine Ahnung, Kira hat Jack nicht erkannt, weil Jack halt vorher nie gesprochen hat. Und sie hat es halt erst herausgefunden, als Dexter gesprochen hat, weil man Dexters Stimme ja kennt. Und ja, Samus erkennt uns einfach nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Aber wir müssen uns jetzt erstmal für die Rennen qualifizieren, damit wir zum Baron können. Das erste Rennen geht meines Wissens nach noch, aber die späteren, die werden echt nervig. So, erst ein bisschen später Gas geben, damit wir die Kurve enger nehmen können. Und dann sind wir nämlich auch schon sehr weit vorne. Zack, da sind wir nämlich Zweiter. So, man kann hier abkürzen. Diese Abkürzung ist aber riskant, weil manchmal springt Jack nicht richtig. Und dann, ja, dann fliegt er einfach darunter und dann geht er kaputt und dann muss man das gesamte Rennen von neu machen. Ist nicht unbedingt sehr spaßig. Ich will nicht sagen, dass mir das beim ersten Mal durchspielen gefühlt 30 Mal passiert ist. Aber das ist mir beim ersten Mal durchspielen gefühlt 30 Mal passiert und deswegen werde ich jetzt es hier in der zweiten Runde nochmal riskieren. Okay, schön. Ach, jetzt sind ja 5 Runden. Okay, dann werde ich es in der dritten, glaube ich, auch nochmal riskieren, aber ab dann lasse ich es sein. Weil dann baue ich meine Führung lieber weiter aus, indem ich normal fahre. Aber meine Führung kann ich natürlich nicht ausbauen, indem ich gegen die Wand fahre. Das ist nicht der Vorteil auf Jack. Jetzt muss ich sogar schon fast die Abkürzung noch zweimal nehmen, weil ich keinen Vorsprung mehr habe. Zumindest keinen großen. Wir könnten nochmal boosten. Diese kleinen lila Teile sind nämlich zum Boosten da. Okay, komm, versuchen wir es nochmal. Zack! Sehr schön. Man muss das Springen richtig timen, weil wenn man zu spät springt, dann schmiert er irgendwie eine Kante ab und dann explodiert man. Dann muss man alles von neu machen und das ist nervig. So, jetzt haben wir schon wieder einen guten Vorsprung. Wie gesagt, das erste Rennen ist nicht so schwer. Das zweite war meines Wissens nach relativ nervig und das dritte, es war absolut schrecklich. So, machen wir es nochmal. Nicht in die Oh Gott, ich brenne. Oh nein, ich glaube, ich kann nicht mehr gewinnen. Guckt, wie langsam ich bin. Ne, ich glaube, das wird nichts mehr. Da muss ich jetzt schon richtiger Pro sein, um das jetzt noch zu gewinnen. Und wenn es geht, nirgendwo mehr gegenknallen. Okay, letzte Runde. B
Bitte, Jack, ich werde die Abkürzung jetzt nicht nehmen. Ich werde größtenteils meinen Vorsprung durch Boosts benutzen. Oh nein, da hat jemand die Abkürzung genommen. Ich bin am Arsch. Oh, da ist einer explodiert, lol. Ich kann ihn noch einholen. Er ist noch nicht unerreichbar. Jack, los! Obwohl, nein, das war's. Scheiße. Oh. Gut, nochmal. So, starten lassen. Wir starten später, damit wir uns hier den Boost holen können und direkt mal vorausziehen können. Sehr schön. Jack, hallo. Okay. So, und... Nein! Ich spüre, wir werden sehr lange Zeit hier verbringen. Ich habe so ein ungutes Gefühl. So, Jack, diesmal boostest du bitte richtig. So, boosten und springen. Gut. Verdammt, ich habe die Kurve nicht eingenommen. Egal, wir sind trotzdem immer noch Erster. Was war das? Ich bin gerade mitten in der Luft einfach noch so ein bisschen runtergeflogen, obwohl ich nichts gemacht habe. Jack, bitte. Manchmal fliegt er echt so seltsam. Manchmal habe ich bei der Steuerung irgendwie das Gefühl, dass ich nur bedingt verantwortlich fürs Verlieren bin. Ja, gekonnt durch die Turbos durchgefahren, so muss es sein. Die Rennen werden auch mit jedem Mal schneller. Also das zweite ist schon um einiges schneller als das hier. Nicht von den Runden her, es sind immer noch 5 Runden, aber die Zoomer fliegen dann um einiges schneller. Ich finde es auch sehr angenehm, dass man mit den Zoomern so richtig heftig sich in die Kurve legen kann. Hier macht nämlich dann der Sprung dann auch Sinn. So kann man dann nämlich viel, viel engere Kurven fahren. Und, ah Gott, und das macht dann auch wirklich sehr viel mehr Sinn. Gut, hier in diesen Kurven sollte man das jetzt vielleicht nicht machen. Diesmal nehme ich die Abkürzung nicht, sicherheitshalber. Natürlich nimmt sie da jetzt wieder eine. Jack, oh mein Gott, das war knapp. Gut, der macht zum Glück gerade ein bisschen Scheiße da vorne, deswegen können wir den problemlos einholen, in Anführungsstrichen. Und zack. Schön eingeholt. So, jetzt heißt es aufpassen. Ich werde jetzt noch einmal die Abkürzung nehmen, weil der dahinter mir etwas ein bisschen zu nah an mir dran ist. Zack. Okay. Nein. Okay, wir brennen noch nicht. Wir brennen noch nicht. Das heißt, wir können noch mit maximaler Geschwindigkeit fahren, weil wenn man brennt, wird man langsamer und das ist nicht gut. Nicht in so einem Rennen. So, jetzt können wir aber eigentlich auch gar nicht mehr verlieren. Oh nein, wir sind ja in der 4. Runde. Scheiße, natürlich können wir noch verlieren. Wenn ich jetzt ultimative Scheiße baue, was ich nicht hoffe. Aber egal, die sind mir zu nah hinten dran. Ich werde die Abkürzung trotzdem nehmen. Also, zack. Nein, oh mein Gott, genau das meine ich. Er schmiert dann einfach an der Kante ab. Und dann passiert sowas, aber ich bin nicht explodiert. So, und wir haben auch noch genug Turbo, um unseren Vorsprung zu halten. Und unsere hinteren Flügel sind ab. Das lässt das Ding ein bisschen dumm aussehen, aber eigentlich... Ja, wir können nicht mehr verlieren. Ja. Warum gibt's hier eigentlich mal eine richtige Herausforderung, hä? Hey, ich habe dich heute beim Rennen gesehen. Du warst echt gut da draußen. Oh, danke. Kira, das ist Ashlyn. Sie ist nur... Jeder weiß, wer sie ist. Und Kira ist eine... Freundin. Eine sehr enge Freundin. Danke für die Hilfe mit dem Tanker, Jack. Du hast vielen das Leben gerettet. Ich bin nicht wie mein Vater. Seit ich ein kleines Kind war, habe ich aus diesem albernen Palast herabgeblickt und von einer besseren Welt geträumt. Übrigens, man sucht nach dir. Nimm dich vor Errol in Acht. Vor ihm kann ich dich nicht beschützen. Ist das eine süße Maus? Und sie mag dich, Jack? So eine Geschmacksverirrung. Ich wette, da würdest du auch gerne eine Medaille an die Brust pinnen, was? Was? Hab ich was gesagt? Was hast du gemacht, Jack? Oh, Dexter. Ja, da ist Kira ein bisschen eifersüchtig, obwohl sie offiziell ja gar nicht zusammen sind. Deshalb verstehe ich das nicht, aber okay.
akzeptieren wir es mal so. Und, oh Gott. Jetzt habe ich beim Rennen schon in den letzten paar Runden so viele Skills gezeigt, dass ich jetzt wieder in der Stadt verscheißen muss. Gut, wenn man sich an die Rennzoomer-Steuerung gewöhnt hat, dann macht man generell erstmal ein bisschen Scheiße, wenn man wieder in der Stadt ist. Weil man dann denkt, man kann... Oh, schon wieder. Ich dachte gerade, ich könnte mich so in die Kurven legen. Aber nein, das ist kein Rennzoomer. So, wir gehen als nächstes zu Vin, damit wir dieses scheiß Siegel nicht machen müssen, obwohl es jetzt gerade näher dran ist. Obwohl, wir müssen es sowieso machen. Also wisst ihr was? Wir sind jetzt schon mal hier bei den Wasserslums. Dann, oh bitte. Wir sind jetzt schon mal hier bei den Wasserslums, dann machen wir es jetzt auch. Wenn wir es, je früher wir es erledigen, desto eher haben wir es hinter uns und müssen es nicht mehr tun. So, hier jetzt ein bisschen aufpassen. Ich kann ja leider nicht oben lang, obwohl, doch, die Gardistenfahrzeuge sollten nicht auf mich aufmerksam sein. Außerdem ist ja gar kein Gardistenfahrzeug. So, wir haben noch ungefähr 4 Minuten. Ja, jetzt müssen wir gegen einen ganzen Arsch voll von diesem Gardisten kämpfen. Munition, absolut kein Problem. Die lassen ja immer 10 Munition fallen. Aber sie kommen halt von allen Seiten und nach einer Zeit ist es nicht mehr so einfach, sie abzuwehren. Außerdem dürfen wir uns den Schiffen nicht zu nah nähern, weil sie so eine Kanone unten dran haben. Und wenn wir den Schiffen zu nah kommen, dann schießt das uns auch ab. So, zack, zack, zack. Euch da machen wir auch mal fertig, damit ihr mir nicht mehr auf die Nerven geht. So. Ich tu euch doch nicht. Ich will nur die Gardisten vernichten. So, weg mit euch allen. Gut. Hier sind wir jetzt erstmal safe. Da hinten geht's jetzt erst weiter. Wir sind übrigens hier beim Orakel. Wie viele Scheidesteine haben wir? 95, okay. Sehr gut. Ich glaube, hier kann ich drauf. Okay, hier kann ich noch hin, ohne getroffen zu werden. So, den dunklen Jack hier zu benutzen ist übrigens dumm, weil sie halt nicht alle auf einer Stelle sind. Wenn sie alle auf einer Stelle sind, dann wäre der dunkle Jack hier natürlich das Heiligste überhaupt. So, weg mit euch allen. Kommt ihr auch? Nein, 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 nein. Okay, wir haben noch Zeit. Letzter Versuch. Oder vorletzter, je nachdem, wie früh ich sterbe. Das meinte ich. Es kommen so verdammt viele von denen, dass man sie einfach nicht mehr abwehren kann. Ich musste diesen Drehsprung machen, ansonsten hätte ich sie nicht abwehren können. Und ich konnte sie trotz Drehsprung nicht abwehren. Also, dieses Spiel ist an manchen Missionen wirklich nicht gut gebalanced. Es sind einfach viel zu viele Gegner. Und irgendwie, wenn man springt, wird man viel, viel öfter getroffen, habe ich das Gefühl. Weil so kann ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufen und die schielen die ganze Zeit. Aber ansonsten, lasst mich doch mal in Ruhe. Weg mit euch. Mein Gott, ey. Och bitte, ich darf mich hier nicht schon treffen lassen, sonst habe ich da hinten gleich keine Leben mehr. So, verfolgt er mich jetzt ernsthaft bis hier hinten hin? Geh weg! Mein Gott, ey. So, die kommen jetzt da hinten rum. Ich glaube, da hinten auf der Ecke werde ich dann doch mal den dunklen Jack einsetzen und... Hallo, wer hat mich jetzt getroffen? So, euch mache ich noch so fertig und dann... Hä? Warum? Mein dunkler Jack ist gerade einfach weggegangen. Oh nein, weg. Weg, 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 alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Geht alle weg. Wie viele Leben habe ich noch? Scheiße, ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Ich gehe jetzt mal mit der Minigun rein. Geht alle weg! Und ihr auch, weg mit euch!
falls ich euch jetzt getroffen habe. Ich glaube nicht, aber egal. Zum Glück lassen die genug Munition fallen, dass ich hier rumspammen kann, wie ich lustig bin. Weg mit euch. Ich glaube, wenn ich mich nicht allzu schlecht anstelle, könnte ich es vielleicht noch schaffen. Du gehst weg. Weg, 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 weg. Okay, hinter mir ist alles safe soweit. Da hinten ist das Ziel, ich sehe es, ich sehe es. Na, ihr da hinten geht weg. So, weg mit euch. Komm, jetzt mache ich euch noch fertig, dann versuche ich durchzurennen. Oh nein, nicht mehr viel Munition. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein. Okay, das Schiff ist weg, ich kann weiter. Und durch, 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 durch. Und weg hier. Komm. Bitte. Oh Gott. Und da sterbe ich natürlich jetzt noch. Na gut, dann sind wir jetzt erstmal wieder safe. Also, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gern gesehen. Und ciao, Leute.